So, guten Morgen, grüß euch. Heute ist schon wieder Mittwoch in der Früh. Und ich habe gut geschlafen in Hohenaschau auf dem Parkplatz. Bin ganz allein gestanden. Und jetzt bin ich nach Reit im Winkel gefahren. Jetzt stehe ich da am Parkplatz beim Freibad. Es ist gar nicht so einfach, da einen Parkplatz zu finden für ein größeres Auto. Also einen freien Parkplatz findet man gar nicht. Wenn dann eben bezahlbare Parkplätze mit Parkscheinautomaten. Und da sind sie auch schon wieder modern. Also in dieser Touristenregion, muss ich sagen, sind die wesentlich moderner wie bei uns daheim. Kann man auch mit Handy zahlen. Bloß schade, dass es nicht die gleiche Handy-App ist. Das heißt, jetzt musste ich schon wieder eine neue App installieren. Da sieht man mich besser. Ja, Tagesticket kostet 5 Euro. Kriegt man sogar mit Rechnung nach Hause geschickt. Muss man nicht einmal per Visitenkarten, Kreditkarten zahlen oder PayPal. Aber wie gesagt, ohne Parkgebühren geht hier gar nichts. Aber egal, 5 Euro ist mir wert, wenn es der Gemeinde zugute kommt. Und wenn die das dann auch pflegen, alles super. Mein Müll habe ich halt auch gut weggebracht. Habe Mülltüten gehabt, bin ich gerade in Reitewinkel hinterm Müllauto hergefahren. Da habe ich die gefragt, ob ich schnell mal Tüten reinschmeißen darf. Sagt er freilich, zack, habe ich die Tüten reingeschmissen. War gut. Genau, so, und jetzt gehe ich heute zum Taubensee. Das sind 18 Kilometer Runden. Das Wetter ist traumhaft. Es soll heute sogar noch wärmer werden, wie gestern hat es geheißen. Und ich freue mich, weil im Internet habe ich überall gelesen, der Taubensee, das muss ganz schön sein. Und dann nehme ich jetzt mit auf die Wanderung. Also, freut euch darauf, wird bestimmt schön. Pfiat euch. Genau, und da wo ich hin. Taubensee. 4,5 Stunden. Passt. Drüben ist ein Klettersteig. Schön. Geht's auf. Und stark auf. Also die ersten 150 Höhenmeter, die haben es gleich in sich. Da hat man gleich eine Wand auf. Die ist auch gesichert mit einem Stahlseil. Aber viel Platz hat man nicht. Also mit Kindern oder mit Hund geht da gar nichts. Das ist fast ein Klettersteig, aber natürlich kein Klettersteig, aber muss man schon gescheit. Ist schon eher Bergsteigen als Wandern. Ich sag mit kleinen Kindern ja nicht zum Nachmachen. Oder wenn es glatt ist, geht auch nicht. Aber schön, super Aussicht nach Reitewinkel, glaube ich. Geil, das Wetter ist traumhaft. Gegen ist mir auch noch keiner. Geht man da so einen kleinen Bach entlang, schön. Jetzt auf. Schön, da unten liegt der Chiemsee. Da die Wolken sind, ein Nebel, sieht man Fraueninsel, Herreninsel. Ansonsten sieht man halt bloß ein Nebel, wenn man nicht weiß, wo der Chiemsee ist. Aber schön. Ich bin jetzt auf so einer Hochebene. Im Naturwaldreservat ist das. Oder so ähnlich. Traumhafte Aussicht. Schön. Bis jetzt ist mir heute noch kein einziger entgegengekommen. Ich bin jetzt unterwegs seit 2 Stunden 15 Minuten. Schön.
ich bin jetzt am Taubensee. Ja, jetzt werden wir mal einen Platz halt so, da werden wir was trinken und irgendein Müsli-Riegel essen. Jetzt bin ich fast 3 Stunden unterwegs. War schön, die Tour. Genau, 2 Wanderer sind wir jetzt entgegen gekommen zum Schluss. Da sieht man den Taubensee. Das letzte Stück habe ich quer verleihen müssen, weil da war so ein kleiner Steig runtergegangen, neben dem Bach. Aber der ist voller Schnee und Eis. Geht gar nichts. Ein bisschen in die Pampe marschieren müssen. Aber hat sich orientiert, der Abstieg. Schön. Ja, jetzt ein paar Fotos machen. Und ein bisschen genießen, eine halbe Stunde. Und dann gehe ich wieder zurück. So, die Stücke vom Taubensee rauf, das sind vielleicht 200 Meter. Ich war jetzt fast nicht raufgekommen da. Weil so Schnee, bin ich eingesunken bis wie die Knie. Rechts an mich. Und steil da. Aber jetzt bin ich um. Da ist der Taubensee. Schöne Aussicht. Da geht's weiter rauf. So, ich bin jetzt ungefähr 1/4 Stunde, 20 Minuten vom Taubensee weg. Jetzt bin ich da auf so einer Anhöhe. Ich weiß gar nicht, wie es da heißt. Ich sag's euch gleich, wie schön das ist. Da sieht man in Österreich alle, oder ich glaube, ich bin schon in Österreich. Und auf Karten bin ich schon in Österreich. Super, ich trage gleich mal die Kamera, dann seht ihr mal die Aussicht. Herrlich. Das ist ein Panorama, oder? Da rentiert sich ja jeder Schweiß, den man verliert, wenn man aufgeht. Für die Aussicht. Besser als Netflix und Amazon. Geil. Jetzt ist Mittag, 12 Uhr genau. Da haben sie aber jetzt umrundet. Jetzt geht es wieder am Abstieg. Und jetzt geht es ein Stück den gleichen Weg wieder zurück. Und dann teilt sie aber der Weg wieder. Und dann gehe ich, ja, von mir jetzt links gesehen, um mich. Dann komme ich in den Winkel wieder raus. Also da mache ich so kleine Schleifen, dass ich nicht den ganzen Weg. Ja, das gleiche habe ich. Aber das Stück ist also bei so 1-2 Kilometer, da nützt es mir nichts. Da muss ich jetzt nochmal den Weg zurückgehen. Aber es ist ja ein schöner Weg, da fällt ja nichts mehr. Ein bisschen Schnee noch, aber ganz wenig. Da haben sie über mehrere, aber schattiger. Jetzt ist es super wieder. Gibt es da mit dem T-Shirt, kannst du da gehen, da fällt ja gar nichts. Ja, da bärig heißt, muss ich echt sagen. Das ist momentan so toll zum Gehen. Mal schauen, wie der durchkommt. So, jetzt. Drüber taxeln, weil er wart ist, dass die Viecher nicht abhauen. So, jetzt geht's weiter. Na, schaut's mal wieder. Ja, der bärige Ausblick da. Wenn das einmal im Mai oder was war, bin ich wieder zufrieden. Wenn das alles ganz grün ist, kräftig und blüht. Krokusse, glaube ich, kommen ja nicht, die kleinen jetzt auch, aber Krokusse sieht man eh schon viel, Mann. Ich glaube, dass Krokusse sind. Mal draufgegangen, die gehen sich ein bisschen aus. Ah, Wahnsinn, T-Shirt, geil. So, ich bin jetzt wieder fast im Auto. Bei der Abstieg waren so 500 Meter oder 4 Stunden dort her schon. Das war jetzt nicht so lustig. Den Winkel durch. Schauen wir das noch gerade an. Ja, das ist halt natürlich kein Tourismus, da gehen wir nicht wissen, wie es da sonst zugeht. Alles zu. Aber schöne Eisen. Ganz ein schöner Ort. Kann ich nur empfehlen. Jetzt am Kuhstall, Café-Restaurant.
meine ich, da irgendwas Bekanntes, das sagt man auf jeden Fall was. Genau, Maria und Adi Helwig. Genau, so volkstümlich Musik machen die. Genau. So, jetzt bin ich am Freiburg wieder angekommen. Da steht er ganz verlassen und alleine. So, lala. Gestern auf die Nacht bin ich noch von Reit im Winkel Richtung Inzell gefahren. Da habe ich geschlafen. Herrlich, Natur, ein bisschen schräg gestanden. Aber ist schon gegangen, wurscht. Für eine Nacht geht's schon. Ja, heute gehe ich die letzte Runde von meiner Chiemgau-Tour. Und zwar gehe ich heute auf die Steußalm.